Hi Leute, willkommen zurück zu Twirls. Das haben wir jetzt auch schon wieder eine Woche nicht gespielt, wie üblich. Und er lädt direkt mal von der CD. So, und ich glaube, wir wollten jetzt nach Komorin zurück. Ich glaube, die Stadt hieß so. Und uns dann irgendwo anders hin teleportieren. Wohin genau, weiß ich aber noch nicht. Aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt erstmal versuchen, den Weg hier mit ein bisschen blöden, unsinnigen Lava zu überbrücken. Ja, da sehen wir die Stadt auch schon. Das war jetzt total schwer zu überbrücken, aber okay. Ja, wir gehen einfach mal hin. Ich hoffe, das wird dann nicht anfangen zu ruckeln oder so. Ich habe im Hintergrund noch einen Minecraft-Server am Laufen. Aber es dürfte eigentlich klappen, weil mein PC ist ja nicht so scheiße. Obwohl, na doch. Er ist schon nicht gerade High-End. Er hat die Musik gerade geleckt. So, gucken wir mal. Elber Karte, das weiß ich noch. Was haben wir offen? Den Kommandanten des Außenpostens zu töten. Der ist... da. Gut, da gehen wir erstmal nicht hin. Was ist das? Ach, da im Brummhill. Genau, im Brummhill hatten wir, glaube ich, zwei Quests. Oder? Finde Edwin in Brummhill. Sieh in Brummhill nach dem Rechten. Finde heraus, was mit den Bewohnern geschehen ist. Ja, dann würde ich ja mal sagen, gehen wir nach Brummhill. Und gucken mal, was da so abgeht. Na? Und da trifft sich der Teleporter hier wahrscheinlich am besten. So. Ja, schon wieder Wildschweine, aber das ist mir recht egal. Die würden wir eh killen. Und CD lädt. Nee, ist ja nur ein freundlicher NPC, da brauchen wir keine Waffen. Aber wir werden wahrscheinlich eh gleich auf Gegner treffen. Die sind ja in dem Spiel so selten. Ja, da ist ein Berg. Bei Bergen gibt es meistens auch Gegner. Obwohl, da ist eine Siedlung. Das heißt, da sind wahrscheinlich doch keine. Naja. Da hinten war, glaube ich, was Gegnermäßiges. Jedenfalls erschien mir das von Weitem so, als wenn das einer war. Dann gehen wir doch direkt einfach mal rüber. Und gucken. Mann, der läuft da auch heute wieder schnell, ey. Ich hab doch die Waffe schon eingesteckt und trotzdem ist er so langsam. Ja, das sind wohl Banditen. Und das werden wahrscheinlich dann gleich keine Banditen mehr sein. Wenn wir einmal mit dem Speer durchgezogen sind. Was war das denn? Das ruckelt echt gerade. Killen wir die mal schnell in dem. Werde ich die Minecraft-Server mal schnell ausmachen, damit es flüssig läuft. Nein. So, komm, wir machen den hier. Bam. Voll der Rundumschlag. Wenn er nicht so langsam wäre, wäre er sogar nützlich. Yay. Zack, und daneben. Hey, du sollst ihn nur einmal machen, nicht zweimal. Ja, komm. Jetzt killt er mich noch, oder was? Das war ja nicht gerade ruhmreich. Plündern schnell. Warum haben wir gar kein Schild an? Aha. Warum können wir nicht anlegen? Können wir den anlegen? Den können wir gemütlicherweise anlegen. Ist das ein Zweihandschild oder was? Was soll mir das denn bringen? Ja, das brauchen wir nicht. Und was hast du? Ein Kleid für uns. Ah, das nehmen wir mal mit. Das könnte ein bisschen was im Verkauf einbringen. Und ansonsten hast du auch nur Müll. Schon besser. Ah, die Heilung bringt fast gar nichts mehr. Sollen wir mal gucken, dass wir die irgendwie hochgeskillt kriegen. So, das Ding ist schlechter. Kleine Feuerfaust. Wir haben die kleine Luftfaust. Haben wir die Feuerfaust nicht auch im Inventar?
Nein, aber wir nehmen die mal mit, weil da haben wir den Helm und eine Hose von. Und wenn wir das Set irgendwann voll haben, ist das auch ganz nett. Und schauen wir noch an die Kiste hier. Da unten ist ein Friedhof. Geht das? Dann gehen wir da auch gleich mal gucken. Bei den Friedhöfen findet man auch manchmal Sachen für Nekromanten. So, Zwergenpanzerrüstung. Die hatten wir doch gerade irgendwie in dem Loot bei. Das heißt, wir nehmen die hier mal mit, gucken dann nochmal den anderen Typen durch. Das müsste der hier sein, der hat jedenfalls einer an. Ja, dann können wir die reparieren. Und dann ist die um einiges besser als unsere. Aber unsere leuchtet doch so schön. Naja. So, und ich mache jetzt mal kurz den Minecraft-Server aus. Bis gleich. Weiter geht's. So. Meinen Fraps nach haben wir jetzt schon ja fast 6 Minuten aufgenommen. Das klingt für mich total unrealistisch, wenn mir das total wenig vorkommt. Aber hey, Fraps hat immer recht. Und wir haben hier irgendwo einen Lebensschrein. Da. Und da hinten sehen wir schon einen Skelettkameraden. Das heißt, es ist der Knüppeltag. So, kommt her hier. Ah, das ist aber eine ganz schöne Horde. Nette Abwechslung. Ja, cool. Aha, aha. Ja, wir sehen jetzt fast unser ganzer Balken ist grün, das heißt, wir sind komplett vergiftet und werden daran wahrscheinlich verrecken, wenn wir nicht zu dem Schrein hier zurücklaufen. Ja, das ist nicht gut. Weil die Gute bekommen wir nur mit dem Speer weg. Glaube ich. Ah, also wir sind beim Singleplayer. Da gibt es ja Pause, wenn wir ins Inventar gehen. Das werden wir einfach mal ausnutzen, weil ich glaube, wir haben irgendein Kraut, was uns gegen Vergiftung immun macht für kurze Zeit. Dürfen wir. Es hat ja Immunität gegen Gift für 2 Minuten. Also ich glaube, das haben wir jetzt gefressen. Das heißt, das dürfte uns nicht mehr viel tun. Dann gucken wir mal noch, was Vergiftung heilt vielleicht. Was ist das hier? Da hätten wir auch den nehmen können direkt. Selbstverschwendung, wenn wir den hinterher fressen. Was ist das? Das ist viel zu gut. Das bringt uns aber jetzt trotzdem nicht viel. Was ist das? Es kann doch nicht sein, dass wir keine Pflanze haben, außer dem Pilz hier. Ah, naja gut, dann leben wir jetzt einfach damit, dass wir immun sind gegen jedes weitere Gift. Oder auch nicht. Meine Fresse. Naja, benutzen wir einfach mal die Taktik aus dem Multiplayer. Stellen wir uns neben den Schreien, dann können wir nicht so schnell sterben. Und die Lenten mit den Bogen nerven auch ein bisschen. Aber wir müssen ja nur die Ghule erstmal wegbekommen. Zack, zack. Oh, weggejumpt. Keule an und jetzt gibt's für dich vorn, sagen. Mann, der hält aber viel aus. Wo ist der andere? Ja, der rennt jetzt hoch. Toll. Ja, ja. So, da kann er nicht weg, immerhin. Und den Plünder machen wir direkt, da müssen wir nicht nochmal hoch. Nehmen wir das mit und das, befreist auch für ihn. Da unten haben wir schon wieder 9. Hat direkt mal einen Crit gefressen und ist damit auch tot. Und schnell plündern. Das nehmen wir dann alles mit hier. Ja, das hier nehmen wir auch wieder mit. Mal gucken, was die Ghoule so haben. Ach, toll. Die haben anscheinend immer einen Standard-Loot bei. Aber ich glaube, das war was ziemlich Gutes. Gucken, was haben wir denn jetzt viermal? Das hier. Erhöht Willenskraft um 1 permanent. Das heißt, wenn wir ordentlich Ghoul killen, brauchen wir das nicht skillen. So, was haben wir hier? Ein Safran. Da ist vielleicht was. Ja, im Real Life würden wir da ordentlich Kohle kriegen für hier.